come from a tradition that is largely, it's not entirely non-liturgical, although it's called a non-liturgical tradition. Das siebenzeilige Lied ist jetzt ein sehr interessanter Text. Wir kommen aus einer Tradition, die als nicht liturgisch gilt, und wir sind auch tatsächlich fast vollkommen ohne Liturgie. I think it's possibly true that without Tibet, without Tibetan Buddhism, the Xerox company would have gone out of business many years ago. Und ich glaube, ich kann sagen, dass ohne den tibetischen Buddhismus Xerox als Unternehmen schon lange bankrott gegangen wäre. Because there are so many texts and there's such an emphasis on chanting in most traditions. Weil es so viele Texte gibt und so viele Traditionen wirklich einen Schwerpunkt auf dem Chanten haben. It's not that we don't chant, we do have some chanting, but it's quite minimal. Es ist jetzt nicht so, dass wir gar nicht chanten, ein bisschen was haben wir da auch zu bieten, aber es ist ein sehr kleiner Prozentsatz unserer Praxis. That is because our tradition is mainly based in Dzogchen. Und das ist so, weil unsere Linie vor allem in Dzogchen begründet ist. And so the central practice is silent sitting. Die zentrale Praxis ist deshalb das stille Sitzen. All the other practices in which we engage are supportive practices. Alle anderen Praktiken sind unterstützende für das stille Sitzen. I think that people who were associated with the Shambhala Center may not know that Chögyam Trungpa Rinpoche was the first Lama ever to teach silent sitting as a group practice in the Tibetan tradition. Ich glaube, dass diejenigen, die mit der Shambhala-Tradition verbunden sind, vielleicht gar nicht wissen, dass Chögyam Trungpa Rinpoche der erste Lama war, tatsächlich der stille Sitzen als Gruppenpraxis in der tibetischen Tradition gelehrt hat. And this was really quite a radical move. Das war eine sehr radikale Entscheidung. It doesn't seem so radical from the perspective of Theravada or Zen, but certainly from the Tibetan Buddhist perspective. Aus der Perspektive von Theravada oder Zen scheint es jetzt nicht so ungewöhnlich oder extrem zu sein, aber im tibetischen Buddhismus war es tatsächlich unerhört. Khandru Dechen and I are always very happy if there are Zen students who attend our retreats because they know how to sit. Khandru Dechen und ich freuen uns immer sehr, wenn Zen-Studierende oder Schüler unsere Retreats besuchen, weil die wissen, wie man sitzt. The Tibetan students tend to fidget. Die tibetischen Schüler zappeln immer herum. Because they're not used to silent sitting. Weil sie das stille Sitzen nicht gewöhnt sind. So the reason that Trungpa Rinpoche introduced silent sitting as a group practice is because he wanted to establish a solid foundation for what came afterwards. Der Grund, warum Trungpa Rinpoche das stille Sitzen als Gruppenpraxis etabliert ist, ist, weil er eine solide Basis dafür schaffen wollte, was darauf aufsetzt. Now, in the Dzogchen tradition, we don't have group silent sitting. In der Dzogchen-Tradition haben wir jetzt keine Gruppenpraxis des stillen Sitzens. Because in the Dzogchen tradition, there are these ancillary practices. Weil es in der Dzogchen-Tradition eben unterstützende Praktiken gibt. So, for example, when you sit and you come across some obstacle, then there are things that you can do for that obstacle. Weil es in der stillen Sitzmeditation immer wieder dazu kommen kann, dass wir bestimmten Hindernissen begegnen, denen wir dann entgegenwirken, indem wir bestimmte Methoden anwenden. There are certain syllables that are enunciated forcefully. Es gibt zum Beispiel bestimmte Silben, die kraftvoll hervorgebracht werden. Now, as you can imagine, there's a whole room full of people who are all occasionally uttering forceful syllables. It's somewhat distracting. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es etwas ablenkend, wenn man in einem Raum voller Leute immer wieder jemanden hat, der irgendeine Silbe hervorbringt und kraftvoll ausstößt. There are also changes in physical posture. Es gibt dann auch Veränderungen der Körperposition. And there are also
exercises which are sometimes quite athletic. Und auch Körperübungen, die manchmal recht athletisch sein können. However, we've taken on this practice of group silent sitting. Wir haben aber diese Praxis der Gruppenmeditation oder des stillen Sitzens in der Gruppe übernommen. Because it's extremely valuable in a supportive way to each other as a Sangha. Weil sie einen sehr großen Wert hat, indem sie oder indem wir darin uns gegenseitig als Sangha unterstützen. Now, in terms of understanding the manifestations of Padmasambhava, it's important to start by looking at this seven-line song. Wenn wir uns jetzt ein Verständnis